Ich habe damals hier angefangen zu arbeiten, weil ich in einem Altenheim gearbeitet habe, wo es mir nicht gefallen hat und ich natürlich auf Geld angewiesen bin. So, und ich habe dann tatsächlich im Internet gesucht, also Heime in der Nähe. Und dann habe ich das hier gefunden und habe mich beworben. Mein Team würde ich so beschreiben als eine richtig coole, bunte Mischung. Und das haut schon rein. Also wir sind von Grund auf alle wirklich hilfsbereit. Man kann zu jedem kommen und sagen, kannst du mir mal kurz bei dem helfen? Oder du, pass auf, ich schaff das nicht, kann ich das morgen machen? Kannst du das vielleicht im Spätdienst erledigen? Also das ist eigentlich Hand in Hand arbeiten. Für mich ist Wertschätzung ganz wichtig, weil ich weiß, dass die Mitarbeiter da auch Wert drauf legen. Also sie bekommen immer ein Danke fürs Einspringen. Wir haben hier so ein Punktesystem, wenn man einspringt. Das heißt, es gibt dann zwischendurch auch mal einen Gutschein, einfach als Anerkennung. Wir machen zweimal die Woche ein Mitarbeiterfrühstück. Für mich sind die Mitarbeiter keine Nummern, sondern wir haben alle einen Namen, egal ob eine Reinigungskraft oder eine Küchenkraft. Die sind genauso wichtig wie die Fachkräfte hier im Haus, weil das ist ein Zahnrad, was einfach zusammenspielen muss. Ich habe wirklich vor Bewohnern, ne, viel Zeit und ich mag es, wie Bewohner will. Ne? Und Beispiel, wenn einer sagt, ich möchte heute duschen, und das mache ich wirklich gerne. Wenn du auch hier arbeiten möchtest, dann bewirb dich bei uns in 60 Sekunden ohne Lebenslauf. Klick da unten auf den Link. Mein Team und ich freuen uns auf dich.